Ich war sehr eifersüchtig auf die anderen Sportler, weil ich es auch haben wollte. Man ist auf jeden Fall stolz, wenn man so ein Stipendium bekommt, auch gerade von jemandem wie der Deutschen Bank. Also das macht ja auch was her. Normale Studenten machen einen Studentenjob und verdienen somit ihr Geld. Der Nebenjob ist sehr anstrengend. Ich habe 50 Stunden im Monat oder mehr. Das heißt, das kommt zusätzlich zum Training und zur Universität dazu als Belastung. Für mich ist das schon viel Geld. Wenn ich zum Beispiel gerade im Trainingslager bin, aber dann für ein paar Tage unbedingt in die Uni muss, kann ich das zum Beispiel dafür einsetzen. Ich würde schon sagen, dass ich stolz darauf bin, das Stipendium zu bekommen. Man merkt, dass man gesehen wird, dass auch honoriert wird, was man an Leistungen bringt. Die Deutsche Sporthilfe, die Deutsche Bank wollen auch, dass Sportler duale Karriere machen. Und ich bin motiviert, Sport und Studium unter einen Hut zu bringen. Es ist ein besonderer Reiz, beides eben gleichzeitig auszuführen. Ich glaube, dass Sport eine sehr tolle Beschäftigung ist, aber es ist nicht alles im Leben. Mit der dualen Karriere, das ist für uns ja auch eine Bestätigung, dass wir das, was wir machen, dass wir das richtig machen. Also es ist wieder einfach eine Wertschätzung für die duale Karriere.